So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Sie hören vielleicht was Schönes. Ja, das war der Grund, hierher zu kommen heute von Göttingen, von Cali aus. Gute anderthalb Stunden mit den Busetta. Das kostet umgerechnet 3 €. Und ja, dann nehmen Sie die Busetta Richtung Queremal, El Queremal. In Queremal angekommen, dann nehmen Sie, entweder so wie ich das gemacht habe, ein Motorradon heißt das. Es ist einfach so ein Motorrad. Das kostet 2,50 € so ungefähr, bis zum Kilometer 57. Und ab da geht runter, den Berg runter, bis zu eine Finca, da hat der Name La Bendición, das Segen. La Bendición, da ist Frau Leonisa, da können Sie auch ja, eine Pause einlegen, oder wenn Sie auch mit den ein Zelt bringen, dann können Sie auch da übernachten. Aber jetzt geht um dieser Wasserfall mit dem Namen El Manto de la Virgen. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal. Oh mein Gott. Oh, es ist, oh, ich war noch nie hier. Ich hatte immer wieder davon gehört, so als ich hier noch in Kolumbien gewohnt habe. Aber nie gewusst, wo das war. Es ist auch nicht so. Es ist wunderschön, einfach so wunderschön. Wow. Und man sagt, die Heilige Maria ist hier mehrmals erschienen. Und das heißt, die Maria hier heißt la Virgen de los Remedios. Also die Heilende. Ja, Heilende Maria. Es gibt immer wieder die Geschichte von Leuten, die hier krank gekommen sind und zurück schon geheilt waren. Das wurde mir vorhin erzählt. Und solche Leute, die immer wieder kommen und sich zu bedanken für dass weil ihre Bitten erhört wurden. Und ich bedanke mich jetzt bei Edwin, dass er mich hierher gebracht hat. Es ist wunderschön, den Weg hierher. Nachher werde ich euch das zeigen. Ich hatte so viel Angst, dass ich vielleicht irgendwann keine Strom mehr hätte. Ich meine, keine genügende Ladung so in meinem Handy. Und jetzt kann ich das bei den Rückgehen, werde ich ein Stück zeigen von dem Weg hierher. Aber dann jetzt mache Edwin den Weg frei hier. Sie sehen, es ist nur Natur hier, ganz toll, dieser Regenwald. Wie gesagt, das ist Richtung Buenaventura, pazifische Küste Kolumbiens. Kilometer 57 heißt das, Kilometer 57. Da müssen Sie, von da geht das zu Fuß durch die wunderschöne Natur. Und ich werde gleich da springen, ein Bad nehmen. Wenn die Heilige Maria mir das erlaubt, so schön. Also ich schätze da die Höhe so vielleicht 70, gut 70 Meter. Ach, wunderschön. Momentan sind wir beide, nur Edwin und ich. Ganz toller Führer ist da, ist er. Von welcher, wie heißt deine, nochmal, zeigen wir hier? Halcones Valle. Halcones Valle Expedition, Experiencias Inolvidables, unvergessliche Touren, bieten die hier an. So, liebe Zuschauerinnen, Sie wissen schon, also das ist auch ein Tagesausflug von Cali. Ja, ich werde auch hier heute noch zurück mit der letzten Busetta, also der letzte Bus, und fährt und kurz nach 5, Viertel nach 5, 5:30. Aber am besten wurde mir gesagt, da um 5 zu sein, in El Queremal zu sein. Also ich werde abgeholt wieder von einem Motorradfahrer und ja. Ja, wenn man kann, also die Busetta, die Busse fahren schon ziemlich früh hierher, ab 6 Uhr. Und alle Stunde gibt es eine Busetta. Das ist Transur. Und das kostet, wie gesagt, 3 €, umgerechnet 3 €. Diese Fahrt 50 Kilometer.
50 unvergessliche Kilometer, weil das ist wunderschön auch, was man so sieht da. Okay. So, liebe Zuschauer, das war mein Ziel heute. Und für euch hier, El Manto de la Virgen, so heißt dieser Wasserfall. Ja. Chao. Espero, ahora en español, perdón. Bueno, queridos amigos, los saluda Gustavo Moreno Morales. Estoy aquí en el Manto de la Virgen, en el Queremal, kilómetro 57 de la vieja vía al mar. Aquí pueden venir en el término de un día. Se viene en la mañana y ya en la tarde se regresan con la última buseta que sale a las 5:15, 5:30 del Queremal. Del Queremal acá lo trae una moto, cuesta 8,000 pesos y lo dejan en el kilómetro 57. De allí a pie bajas 40 minutos hasta la hacienda que se llama La Bendición, donde doña Leonisa, ahí puedes hacer la pausa para comer rico pescado, y de allí otros 40 minutos hasta acá, a través del bosque, lindísimo. Also, nochmal auf Deutsch, habe ich was vergessen. Von Kilómetro 57 geht Berg runter, nur runter, der Berg runter, da muss man so, ja, feste Schuhe, das Beste, ja, empfohlen, kann ich nur empfehlen. Und da kommt man nach 40 Minuten, nachdem man zwei Brücke, das sind Brücke, das haben Sie auch vielleicht vorhin gesehen, kommt man in La Bendición bei Doña Leonisa, da können Sie auch ruhen, tolle Essen, verkauft Sie da. Und von da geht das weiter, 40 Minuten durch den Dschungel, aber echt wunderschön. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao.